2017 war nicht nur beruflich ein erfolgreiches Jahr für Immobilienurgestein Peter Jennewein, auch privat hat es schon Grund zum Feiern gegeben. Enkelsohn Maximilian hat das Licht der Welt erblickt. Jetzt zum Jahresende gibt es erneut Grund zum Anstoßen. Peter Jennewein feiert seinen 60. Geburtstag. Aus diesem Anlass lädt der Geschäftsmann Freunde, Familie und Kollegen zur Geburtstagsfeier. Viele sind gekommen, um mit dem Jubilar anzustoßen, der sich selber als harten Geschäftsmann mit weichem Kern beschreibt. In einer persönlichen Rede bedankt sich der Gastgeber und zieht Bilanz. Ja, und doch, ich habe so ziemlich alle Dummheiten gemacht. Ich habe viele Fehler nicht ausgelassen und trotzdem, ich bereue keinen Fehler. Auch seine Verlobte lässt es sich nicht nehmen, ihrem Peter vor allen Anwesenden ihre persönlichen Glückwünsche zu überbringen. Da bleibt auch bei dem sonst so taffen Geschäftsmann kein Auge trocken. Diesen netten Worten schließen sich auch andere Partygäste noch gerne an. Ich wünsche ihm zum Geburtstag alles, alles Gute. Und 60 ist kein alter Geburtstag, da fängt das Leben erst an. Lieber Peter, hier ist der Christian von der KMB. Im Namen der KMB, der IIG, also deinen Leuten, die da dein Haus bauen und planen. Alles, alles Liebe und alles Gute zu deinem Geburtstag. Weiterhin bleibst du, wie du bist, ein kerniger Typ. Lieber Peter, zu deinem 60. wünsche ich dir und natürlich auch das ganze Team von meiner Direktion die allerbesten Glückwünsche. Vor allem ganz, ganz viel Gesundheit, Reichtum, geistigen Reichtum, finanziellen Reichtum, gutes Wohlergehen und Erfolg. Und genieße deine Zeit mit deiner lieben Sissi in Afrika. Und wenn irgendwas ist, melde dich grad. Dafür sind Freunde da. Danke für die Freundschaft. 60 Jahre und kein bisschen leise. Das Motto des Abends passt zu Peter Jennewein. Ob er es tatsächlich schafft, kürzer zu treten, wie er es sich vornimmt, daran kann er wohl selbst auch noch nicht ganz glauben.